Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Knights of the Old Republic 2 The Sith Lords, kommentiert von Rems Girata. So, wir sind hier das letzte Mal stehen geblieben, nachdem wir unsere Arbeit für Chotto Habat abgeschlossen hatten, ihm die Daten gegeben haben und dann überraschenderweise nochmal was für ihn zu tun hatten, und zwar ihn retten. Vor Söldnern, die vor Chaka-Söldnern, glaube ich sogar, die hier eingedrungen waren und die Itorianer angegriffen haben. Hilflose, unbewaffnete Itorianer. So, der Obersöldner... Ja, ist mehr oder weniger das hier. Und, na, mal sehen, was er so bei sich hat. Zerbrak, Vibro-Klinge. Oh. Ist relativ gut. Ist wirklich relativ gut. Werde ich dann bei Gelegenheit mal die Verbesserung aus dem Vibro-Schwert in die Vibro-Klinge reinbasteln. Muss ich nur dran denken. So. Ja, wo war ich jetzt stehen geblieben? So, wir hatten Chodo geholfen. Er wollte uns eine Belohnung an. Ne, wollte er nicht, aber wir hätten einen aus ihm rauspressen können, wollte ich aber nicht machen. Die Itorianer haben schon, ja, genügend Einschnitte jetzt durch diesen Angriff erlebt, da müssen wir ihn nicht auch noch bedrohen. So, jedenfalls bin ich froh, dass wir ihnen helfen konnten, so. Das mal jetzt so als Nachbereitung. Allerdings finde ich es wirklich verwerflich, wie die Chaka Corporation vorgeht. Wenn sie nicht mehr mit Gutsureden weiterkommt, hat sie es mit Bestechung versucht. So, dann hat sie es mit... ja, mehr oder weniger gezielten illegalen Aktivitäten versucht. Jetzt hat sie es mit einem Frontalangriff versucht. Also das kann ich echt nicht gutheißen. Abscheulich. So. Aber ich denke mal, mit diesem letzten Schritt jetzt ist die Chaka auch zu weit gegangen. Sodass das dann zusammen mit den Daten, die wir Chodo gegeben haben, das Ende der Chaka auf Telos sein dürfte. Naja, geht mich alles nicht mehr wirklich was an. Ich habe hier meine Arbeit getan und wir haben von Chodo die Möglichkeit erhalten, mit einem Shuttle zur Planetenoberfläche zu dackeln. Oder zu flattern, wohl eher. Und dort mehr oder weniger, ja, unsere Aufgaben zu erledigen, unser Schiff zu suchen. Und ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt hatte, zeitnah, oder in letzter Zeit. Jedenfalls werden wir da auch uns um das Kopfgeld kümmern, woraufhin wir dann nach der Planetenoberfläche, was ein Wort, woraufhin wir dann nach der Planetenoberfläche zurück nach Telos gehen, also auf die Zitadelle. Und die Kopfgelder erledigen und Swoop-Rennen fahren, so dass ich dazwischen noch ein bisschen Zeit zu üben habe. So, jedenfalls ist das der Grobplan. Jetzt werden wir erstmal, weil hier eine Werkbank in der Nähe ist, selbige benutzen. Ach ja, und Opochano, das Geld müssen wir auch noch uns zurückholen. Allerdings wird das jetzt noch nicht haben. Machen wir dann, wenn wir von der Planetenoberfläche zurück sind. So, jetzt jedoch erstmal die Werkbank und dann wird's, ja, direkt zum Shuttle gehen. So, vorher werde ich aber nochmal das Tagebuch durchforsten, mal sehen, was... Vielleicht habe ich ja in meiner grenzenlosen Vergesslichkeit doch irgendwas übersehen. So, benutze Werkbank, um Objekte aufzurüsten. Wollen wir erstmal unser jetziges Vibro-Schwert abrüsten. Nix, nix, nix. Moment, nix. So, zusammenbauen. Und die Zabrak-Vibro-Klinge, welche wir gefunden haben. Man geht davon aus, dass die Zabrak diese Vibro-Klinge geschaffen haben. Allerdings setzen diese sie nur selten ein. Sie sind... Habe ich das richtig gelesen? Allerdings setzen sie diese nur selten ein. Sie sind so sehr von ihren Kampfkünsten überzeugt, dass sie auf diese gut ausbalancierte und relativ kleine Waffe verzichten können. Vibro-Klingen ermöglichen dank ihrer seltenen Anti-Laser-Beschichtung auch im Zeitalter der Jedi und der Sith traditionelle Schwertkämpfe. Gut, hat so schon unaufgerüstet ganz gute Werte. Werden wir jetzt noch weiter aufrüsten? Ionit-Klinge... Nee, Schadensbonus 1 Ionen, und das ist schon mal sehr gut. Vor allem, wenn wir auf Droiden stoßen, werde ich beibehalten. Energiezelle kann hier rein, ist eh die einzige, die wir als Möglichkeit haben. So, Schadensbonus 1 ist sehr gut. Defensivbonus 1, Angriffmodifikator minus 1. Ich werde nichts reinbauen, was irgendwie einen Minuswert hat. Von daher nehmen wir mal den Agrinium-Griff. Agrinium-Griff, ich habe sogar richtig ausgesprochen. Mann, bin ich stolz. Ne, zusammenbauen und wir haben eine relativ gute Klinge. Wunderbar. So, dann schließen wir mal das Ganze. Nee, wie gesagt, Übergangsrüstung werden nicht aufgerüstet. So, schließen. Und werden uns die neue Klinge auch mal auswählen. Moment, mal als Vergleich, vorher hatten wir... Ja doch, ist jetzt doch besser, denke ich mal. So, soweit aber in Ordnung. Hier haben wir alles getan, was wir tun können. Also noch nicht alles, was wir tun können, aber alles, was wir jetzt tun müssen. Heißt im Klartext, ab zum Shuttle. Und auch so ein Shuttle wird das sein. Komm schon, ich will dich zeigen. Na, oh, dann halt nicht. Nee, so eins wird es nicht sein. So, naja, ist egal jetzt. So, heißt, ab zur Dockmodul, ab zum Dockmodul oder zur Dockbucht. Da habe ich mal wieder zwei Satzteile in einen gewürfelt, was dann dämlich klingt. Und ja, ich freue mich auf die Planetenoberfläche. So, rein hier.
Na? Ups, was? Nanu, was bist du denn? T1N1? Ach, unsere beiden Droiden, die uns geholfen haben. Hey, was meinst du mit Blödglotzen? Hey, es ist nicht meine Schuld, dass du so klein gebaut wurdest. Süß. Hallo, BFD4. Oh, hallo. Was für eine Überraschung. Ja, yeah, was machst du hier? Mein Gefährte und ich erwarten ein Schiff. Ein Schiff? Wohin? Nar Shaddaa, glaube ich. Es war das Ziel, dass wir am einfachsten buchen konnten. Hm. Was, ihr wollt einfach so abhauen? Ja, wenn Sie es so sehen möchten. Ich würde Citadel lieber auf legalem Weg verlassen. Aber das ist im Moment leider nicht möglich. Hm. Ihr kommt jetzt mit zur CSF. Moment. Ich gehe dann jetzt. Werde einen Quicksave setzen. Und... Nee. Die beiden sind mir ans Herz gewachsen. Die werde ich nicht einfach so verpfeifen. Immerhin hat er uns, BFD4, doch sehr geholfen, die Chaka-Daten zu bekommen. Und er hier ist auch netter. Von daher werde ich die jetzt nicht verpfeifen. Und ich denke mal, sie werden auch noch später dastehen. Selbst wenn ich mich dann umentscheiden werde, habe ich wahrscheinlich noch die Gelegenheit. So, hallo. Chodo Habat schickt mich. Ich will mit dem Orbital-Shuttle zur Oberfläche. In Ordnung. So, heißt aber im Klartext, bevor ich jetzt abhaue, nochmal kurz das Auftragsbuch durchforsten. Im Hock gestohlen, ist klar. Herstellung eines Lichtschwerts ist eine Nebenaufgabe. Batone ist verschwunden, die TSF-Kopfgelder werden wir danach machen, wie gesagt. Falscher Watu-Bonus gehört da auch dazu. Neue Energiequelle werde ich, für den Treibstoff von Telos, werde ich sehr die Augen offen halten, aber nebenbei verhaftet. Achso, ich darf die Station nicht verlassen. Das habe ich jetzt nicht gesehen. HK-47 rekonstruieren ist auch so nebenbei und das ist auch nebenbei. Heißt, das wird es wirklich hier verdampfen. Also verduften. Verdampfen wäre sehr unpraktisch. So, Luftschleusenterminal. Öffne Zugangstür. Luftschleusenterminal. Tür von Deck 2 öffnen. So, keine Ahnung, was da eben war. Ist nicht so schlimm. Jetzt sind wir auf jeden Fall, ja, in der Möglichkeit, mit diesem wunderschönen Shuttle dort endlich mal hier zu verschwinden. So, ich gebe euch noch einen kleinen Rundumblick um das Shuttle. Man muss ja schließlich wissen, womit man jetzt fliegt und wem man sein Leben anvertraut. Oh, sieht cool aus. So. Von hinten werde ich es mir auch eben noch angucken und dann, na gut, die Einstiegsrampe ist eben ist sowieso hinten, von daher ist es auch kein Umweg. Hallo. So, ist in Ordnung. Dann werde ich jetzt hier an der Stelle noch einen Quicksave setzen. Man weiß ja nie. Und ja, da wir jetzt erstmal nichts mehr hier auf der TSF, auf der Station zu tun haben, werden wir auch jetzt das benutzen. Dieses Orbital-Shuttle bringt Fracht und Passagiere auf der von der Zitadelle zur Oberfläche von Telos. Okay, wir nehmen das Ding. Hier spricht Admiral Seed von der Sojourn. Willkommen auf Telos, Admiral. Ich bin Lieutenant Gran, Telos Security Force. Wir warten schon eine ganze Weile auf Sie. Wir wurden auf dem Weg hierher aufgehalten. Ich hoffe, das ist kein allzu großes Problem. Aber nicht doch, Admiral. Wir sind froh, dass wir helfen konnten. Aber ich fürchte, was ich Ihnen jetzt gleich sage, wird Ihnen nicht gefallen, Admiral. Was gibt's? Der Zeuge des Piragus-Zwischenfalls ist entkommen. Wir wissen nicht, wie das passieren konnte und haben die Verfolgung aufgenommen. Verstehe. Machen Sie sich deshalb keine Sorgen, Lieutenant. Die Republik hat ohnehin beschlossen, den Verbannten nicht zu verhaften. Der Verbannte? Dann... Nichtsdestotrotz erwarte ich, dass Sie Ihre Sicherheitsprobleme in den Griff kriegen, Lieutenant. Verstanden, Admiral. Ich schicke Ihnen jetzt den Anflugvektor. Gran, Ende. Schön, dass Sie wieder da sind, General. So, und ja, wir sind auf der Oberfläche von Telos. Wie zu erwarten war, kam nach dem Gespräch der beiden, ja, Bediensteten der Republik und dem TSF-Menschen, ist egal, Formulierung war dämlich, zwischen dem Lieutenant Gran und dem Menschen von der Republik, kamen Zwischensequenzen, in denen zu sehen war, wie wir aus dem Hangar abgehoben sind,
dann zur Oberfläche gedüst sind, wie wir hier ankamen, und wie ein Geschützturm auf uns gefeuert hat. So, wie man unschwer erkennen kann, hat er getroffen. Und ja, wir sind abgestürzt und liegen jetzt hier relativ durcheinander auf dem Boden. Und ja, er hat uns wahrscheinlich rausgezogen jetzt hier. Und mein Kopf fühlt sich völlig zerrissen an. Ganz ruhig. Ihr habt einen spektakulären Absturz überlebt. Zum Glück war ich hier und konnte euch und eure Freunde aus dem Shuttle befreien. Sonst wird ihr wohl verbrannt, aber das ist nur gerecht. Ich schulde euch weit mehr, General. Danke, Mann, aber hey, General? Ihr steht offenbar noch unter Schock. Ich fürchte, dass ihr durch den Absturz euer Gedächtnis verloren habt. Schade, dass ihr kein Droide ist, was? Wir können nicht alle so viel Glück haben. Erinnert ihr euch nicht, General? Ich war im Iridorianischen Mechanikerkorps, auf Malakor, Baodur. Ihr habt mich also vergessen. Na, kein Wunder. Ich war der Einzige. Okay, also war er einer der Mechaniker, die mit mir zusammen auf Malakor 5 gekämpft haben? Falls ihr das nicht wisst, die letzte große Schlacht gegen die Mandalorianer, so im Groben. Ich will nicht über den Krieg reden. Ja, tut mir leid, ich erinnere mich nicht. Ich erinnere mich an euch. Tut mir leid, ich erinnere mich nicht. Damit er uns das mal erzählt jetzt. Denkt nicht zu sehr darüber nach. Ich würde nur ungern über den Krieg reden. Wir haben auf Malakor ziemlich viel erlebt. Vielleicht haben wir ja alle ein paar Dinge verdrängt. Das ist einer unserer Vorteile gegenüber Droiden. Die können nichts verdrängen. Andererseits, man muss nur ihren Speicher formatieren. Und schon erinnern sie sich an gar nichts mehr. Ja, wie geht es denn den anderen, genau? Also mit anderen ist jetzt für mich primär Etten gemeint, Crayer, naja. Ja, wie geht's denn den Etten? Denen geht's gut. Der Pilot ist so gut wie unverletzt. Und die alte Dame? Naja, sie ist zäher, als sie aussieht. Wisst ihr, ich hätte nicht gedacht, dass ich euch wiedersehe, General. Die Galaxis ist ziemlich groß. Und hier hätte ich euch bestimmt nicht erwartet. Deshalb wüsste ich zu gerne, was ihr hier macht. Ich suche mein Schiff. Ja, man sagte mir, dass mein Schiff hier finden würde. Ja, ich suche es. Es gibt Neuigkeiten, General. Euer Shuttle ist nur noch Schrott. Oh, Mann. Ich fühle mich wie bei meinem letzten Trip nach Telos. Seid ihr damals auch mit einem Shuttle abgestürzt? Nein, in einer Kantine. Ich muss sagen, ich habe schon sanftere Landungen erlebt. Vielleicht sollten wir in Zukunft auf die Dienste eines richtigen Piloten zurückgreifen. Ihr könnt mich mal, Crayer. Wenn ich nicht so ein verdammt guter Pilot wäre, wären wir in den Schild oder in eines dieser Felsgesichter gedonnert. Soll ich mich über unsere momentane Lage jetzt auch noch freuen? Aber Etten hat nicht ganz unrecht. Das war eine relativ sanfte Bruchlandung. Naja, Bruchlandungen sind niemals wirklich sanft und Abstürze schon gar nicht. Aber immerhin leben wir noch. Ja, was hat uns denn abgeschossen? Mann, hier dürfte niemand sein außer dem Forschungsteam der Chaka Corporation. Dass die sich nicht freuen, uns zu sehen, war klar. Aber gleich schießen? Ich lass mich doch nicht von einer Horde Forscher abknallen. Aber wisst ihr was? Ich habe einen Geschützturm gesehen, als wir über den Komplex geflogen sind. Wozu braucht denn eine Forschungsstation einen Geschützturm? So, dieser Frage werden wir das nächste Mal nachgehen. Ja, ich mag es nicht, im Dialog schneiden zu müssen, aber bleibt mir jetzt nichts anderes übrig. Ich würde sagen, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war Let's Play Star Wars Knights of the Old Republic 2 The Sith Lords, kommentiert von Rams Girata für heute. Ja, mir hat es wie immer Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Das nächste Mal wird es dann, wie gesagt, mit dem Dialog hier weitergehen und ich würde sagen, bis dann.